Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte schnell ein bisschen ein Gesicht malen und zwar eigentlich nur die Grundlage mit euch zusammen gerade, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich benutze den You Better Work Proof Primer, den finde ich echt nicht schlecht. Der ist toll, der gefällt mir wirklich sehr. Und den trage ich auch meistens mit den Fingern auf und ich finde wirklich, dass er meine Haut schützt, schön versorgt und das Make-up doch ein bisschen länger hält. Ich glaube, ich hatte ihn gestern nicht drauf und mir ist wieder im Wangenbereich hier. Hier habe ich das Problem, dass hier oftmals alles verschwindet, weil ich mich im Gesicht lange. Das mache ich aber nicht bewusst, sondern eher dann so unbewusst. Und das kann man so schön einarbeiten. Dann trage ich mir von Elf den Primer hier, den Pore Primer auf und zwar hier in dem Bereich. ja, die Basis haben wir ja schon sozusagen geschaffen. Jetzt kommt das Make-up. Da habe ich das Elf Make-up, was da drin war, das war ja ölfrei und alles Mögliche, mit den 183 Days Make-up gemischt, weil ich das schön fand, weil das nicht ganz so matt war und hat so einen schönen Glow-Finish. Da brauche ich so ungefähr 2,5 Pumper und das trage ich mir so auf. Von der Konsistenz sieht das so aus. Und das Typchen von 183 Tagen hat mich einfach nur genervt, weil ich das ja schon so gut wie aufgebraucht habe in 2 Wochen. Und immer mal wieder auch zwischendurch benutzt habe, mag ich das eigentlich sehr, sehr gerne. Es gibt so ein schönes, ja, mattes, glowy Finish irgendwie. Also so semi-matt. Es hält auf dem Gesicht, aber ich brauche doch noch einen für meinen Rest des Gesichtes. Wir kriegen gleich in 15 Minuten nämlich kurz Besuch. Habt ihr auch eBay Kleinanzeigen? Und setzt ihr da auch was rein? Also ich habe damit mal letztes Jahr angefangen, weil ich so viel Kram habe. Aber irgendwie bin ich so ein faules Ding. Ich mag es auch nicht, wenn Leute was ausmachen und dann sich gar nicht mehr melden. Oder immer so Zeit verschieben. Nicht, dass man sagt, hey, ich komme 10 Minuten später. Nee, das wird dann gleich auf ganze Stunde, als hätte ich den ganzen Tag Zeit auf die Leute zu warten. Sowas nervt mich dann. Und deswegen würde ich es am liebsten nicht mehr machen. Aber es gibt doch Sachen, die echt gut sind. Und A, weiß ich nicht, wen ich es dann geben soll. Und B, weiß ich nicht, ja, zu schade zum Wegschmeißen. So. Das ist eine schöne Grundlage, finde ich. Schön geebnet, nicht zu viel. Ich kann euch echt diese Kombi empfehlen. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Und da ist nämlich wirklich auch nicht mehr viel drin. Also ich hatte das gemischt gehabt. Ich werde den Rest da noch reinpacken. Und ja. Oder halt so aufbrauchen. Ich weiß es noch nicht. Dann komme ich mal zu den Augenbrauen. Ich brauche unbedingt Augenbrauen in meinem Leben. Ich ziehe mal so ein bisschen an. Muss gar nicht so viel sein. Das Spoolie ist nicht ganz so feste da drin irgendwie. Ich habe gestern so ein bisschen meine Augenbrauen rasiert und gemacht. Ich habe nur gesehen auf Fotos, wenn ich frontal bin, sind sie ziemlich verschieden. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen. Ja, so finde ich es ganz in Ordnung. Dann benutze ich Concealer und zurzeit mag ich den echt gerne. Und ich kann ihn euch absolut für Cut Creases empfehlen, weil er schön cremig ist. Ich finde, das muss irgendwie sein. Ich finde ihn nicht mal so schön als Concealer, aber für Cut Crease kann ich euch den auf jeden Fall empfehlen, weil er so eine gewisse Cremigkeit hat und nicht so arg flüssig ist. Ich finde, das ist für Cut Creases besonders wichtig. Genauso wie ich euch auch den Ebeline abgeschrägtes Ei empfehlen kann. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich den in den Favoriten... Ich glaube, in den Favoriten habe ich ihn genannt, konnte ihn aber nicht finden, weil er im Bad lag. Bin ich der Meinung? Ich weiß es nicht mehr. Schon ein paar Tage her. Ja, wir haben jetzt den Mai. Das Jahr wird schnell rumgehen wieder mal, wie alle Jahre. Alle Jahre wieder. Und ich finde tatsächlich, dass die 020 bei mir einen highlightenden Effekt hat. Die Foundation passt, ist ein bisschen heller als ich selber.
aber nicht ganz so. Und ich kann mich nicht immer meinen Körper anpassen. Dann bräuchte ich wahrscheinlich die Nongse 300 im Sommer. Und mein Gesicht würde da ja, nicht so toll aussehen. Bisschen mit dem Concealer gehe ich über die Augen. Ja, das ist jetzt auch aktuell mein Schminkkorb. Heute haben wir den 5. 5. Mai. Tanzen den Mai wart ihr tanzen? Ich nicht. Dann hatte ich euch auch in den Favoriten dieses Fit Me Puder empfohlen. Und zwar benutze ich das tatsächlich gerne, um zu mattieren, todesmattiert zu sein. Wenn ihr einen langen Tag habt. Ich habe manchmal lange Tage, da bin ich den ganzen Tag unterwegs und habe da auch keine Zeit darauf zu achten, wie ich jetzt eigentlich aussehe. Und das trage ich super gerne in letzter Zeit mit diesem fluffigen Pinsel auf und presse mir das schön in die Haut. Gerade im Stirnbereich. Nase. Gerade so in der T-Zone, ne? Finde ich das super. Ich guck mal, ob das auch schon in der Drogerie gibt. Wenn ja, werde ich euch das jetzt hinschreiben. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Dann müsst ihr noch ein bisschen warten. Ich habe es nämlich selber noch nie gesehen, wobei ich bei Maybelline stand auch immer irgendwie dran vorbeigehe. Juckt mich irgendwie nicht. Dann hatte ich einen Blush, den ich gerne austesten würde, aber zuerst möchte ich bronzen. Und ich habe diese Palette mit diesem fluffigen Pinsel für mich entdeckt. Ich finde, da kann ich einfach nicht zu viel benutzen. Also ich könnte schon, aber es verblendet schon fast von selber. Deswegen geht das bei dieser Palette. Dann hier so ein bisschen. Einfach an der Kontur, damit man so ein bisschen sonnengeküsst. Ich brauche das im Winter, ich brauche das im Sommer. Ich finde, ich bin halt eher dieser warme Typ. Also was Bronzer angeht, ich bin ja auf der warmen Seite, sag ich mal. Es schmeichelt meinen Teint. Ja, wie gesagt, ich bin schon etwas gebräunt, obwohl ich eigentlich fast nie draußen bin. Nicht so viel in der Sonne, sagen wir mal. Ja, diese Palette nur für diesen Zweck. Ich hoffe, irgendwann mal schaffe ich ein Hit de Pen. Irgendwann in diesem Leiben. Wird wahrscheinlich nicht heute sein. Dann hatte ich im Schminkkorb, bin ich der Meinung, dieses Teilchen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das so sehr mag. Ich finde, das fliegt so in der Gegend rum. Ich trage mir jetzt erstmal das Blush auf, um zu testen, wie das ist von Maybelline in der Farbe Burgundy Flush oder Blush in der 08. Nein, Flush heißt das. Dazu benutze ich einen Stippling Brush oder irgendwas in der Art. Ich hole Für mal was. cremige Produkte habe ich diesen Pinsel von Evelyn noch nicht ausprobiert, aber das werden wir machen. Mir gefällt es für Puder sehr gut, weil das sehr, sehr flauschig ist. Mir wäre es lieber, wenn das ein bisschen dann fester wäre. Hier kommt ordentlich Produkt drauf und jetzt gucken wir mal, wie das ist. Vielleicht besser, wenn man das erstmal so ein bisschen in die Hand einarbeitet. Und dann, weiß ich nicht, das setzt dich gerade so ein bisschen in die Poren. So ein bisschen mit dem Make-up noch abtupfen. Ansonsten mag ich super, super gerne. Ich glaube, dass ich dieses Creme Blush auch behalten werde. Ich habe das letzte schon aussortiert, was ich im Schminkkorb hatte. Es gefällt mir nicht so. Vielleicht wird es einfach jemand anderes testen. Also wenn ihr Bock habt auf ein Tauschpaket oder sowas, meldet euch einfach bei mir. Ihr könnt mir entweder eine Direktnachricht geben oder ja, gebt mir einfach bei Insta eine Direktnachricht. Da werden wir uns sicherlich einig, was die Produkte angeht. Und ja, ich teste jetzt nochmal diesen Highlighter. Davor setze ich mir erstmal das Yellow und das helle Puder hier unten drunter. Das finde ich vom Finish wunder, wunderschön. Und dann mit demselben Pinsel, was natürlich nicht so gut ist, aber für mich gerade, weil ich sonst die ganzen Pinsel zusammensuchen muss.
dieses Puder, das ist sehr, sehr gut. Ihr Lieben, es ist ungefähr so 10, 15 Minuten vergangen, würde ich sagen, als ich das aufgetragen habe mit euch. Wir können weitermachen. Manchmal habe ich das Gefühl, manchmal oxidieren Foundation viel, viel mehr als vorher. An manchen Tagen ist vielleicht die Haut nicht ganz so, ja, oxidierfrei. An manchen Tagen habe ich das Gefühl, die Foundation dunkelt nach und meine Kontur vor allen Dingen. Also ich habe bei dieser Palette immer das Gefühl, ich habe ein bisschen zu viel im Farbtopf rumgegriffen. Erst sieht man nichts und dann wird das immer mehr. Ja, zum Highlighter kann ich nur sagen, er hat so einen lila Shift. Ich bevorzuge so goldige Champagner, so irgendwie hautnah. Ich finde wenig, dass meine Haut lila ist. Ich kann euch nicht genau sagen, ob ich ihn mag oder nicht. Von seiner Herstellungsart, ja, finde ich ihn schön. Oder von der Formulierung, sagen wir mal so. Aber von der Farbe her wirke ich so ein bisschen, als hätte mir jemand da so ein paar drauf gedonnert. Meine Stirn ist abmattiert des Todes. Also vielleicht sieht man das. Und ich muss sagen, dieses Puder hält bis über 10 Stunden mich matt, ohne dass ich todesglänze. Ich habe oftmals das Problem, über den Augenbrauen zu glänzen und oftmals auch das Problem einfach, dass ich ja speckig aussehe, was ich überhaupt nicht mag. Und deswegen, ja. Ja, okay. Dann komme ich zu diesem Pöttchen hier. Das möchte ich gerne mit euch zusammen auftragen, weil ich das meine Lider damit prime. Das mag ich sehr, sehr gerne. Ihr wisst ja, und ich bevorzuge lieber rosa. Ich suche auch den Paint Pot in Painterly. Mal um auszutesten. Das interessiert mich einfach. Das würde ich gerne austesten. Ansonsten reizt mich MAC irgendwie gar nicht. Irgendwie finde ich das eine überteuerte Marke, für das, dass es mittlerweile so hochwertige Sachen auch wieder gibt. Ja. Ich würde sagen, es sieht ganz gut aus und ja. Ich habe so ein bisschen Struggle mit dieser Palette. Ich weiß es nicht. Diese Palette, die kotzt mich ein bisschen an, weil sie von der Pigmentierung eigentlich assrein ist und dann wiederum denke ich mir, oh, muss das echt sein? Ich pudere mein Lid leicht ab. Das hatte ich irgendwie so beschlossen gehabt, dass das bei dieser Palette irgendwie ein bisschen besser dann, ja, sich zu verblenden gibt. Da benutze ich einfach ein ganz, ganz samtiges Puder, was wirklich nur so ein bisschen die erste Hautschicht von meinem Primer settet, aber nicht zu viel. Diese Tummy X Makeup Revolution Palette, es gab letztes Mal schon ein Struggle und sowas nervt mich einfach, weil ich nicht weiß, wie ich sie benutzen soll. Ich hatte sämtliche Videos jetzt danach mal angeguckt, aber irgendwie werde ich mit ihr nicht so richtig glücklich. Dieses Blau, fast schon ein Hittepen, weil ich so oft da drin war, ja, weil es einfach keine Farbe mir geben wollte. Jetzt gucke ich mal, wie ich das am besten mit euch zusammen gestalte oder was ich gestalte. Ich wollte noch mal zwei Looks für euch schminken. Wie viel Zeit haben wir denn? 22 Minuten. Ja, mal gucken, ob das irgendwie klappt. Ich gehe nochmal als Transition Color in das Grüne, in das Hellgrüne. Dann nehme ich den Pinsel, wo ich in der hellen Farbe war und verblende den Rand mal. Da ist nämlich noch genug weißes Produkt dran, dass es nicht ganz so intensiv da oben ist. Ja. Dann gehe ich in einen kleinen Pinsel. Das ist wirklich mein allerliebster kleiner Blenderpinsel. Der ist von... Zurzeit habe ich nichts Vergleichbares. Also ich kann euch... werde auf jeden Fall meinen Pinsel die Klatter machen. Auch wenn ein paar Leute es nicht gebraucht hätten. Ich kann mich einfach sehr, sehr schwer entscheiden. Und vielleicht kann ich den ein oder anderen einen Schatz natürlich abgeben für wenig Geld. Und ja, wer weiß, wer weiß. Dann möchte ich dieses Dunkelgrün mir, ja, das ist so wirklich so ein schönes Petrol, obendrauf packen. Vielleicht war einfach meine Basis letztes Mal einfach kacke.
dann mache ich mir mal eine Cut Crease und hole euch so, ich habe mal eine andere Cut Crease gezogen, und zwar eine, die so raus geht. Jetzt probiere ich mal irgendeinen Ton, irgendeinen matten Ton. Ich würde sogar in das Gelb gehen. Das Gelb reizt mich sehr. Ich habe meinen Pinsel gerade sauber gemacht und sehe, dass ich ein bisschen, ja, nassen Pinsel habe, um einfach hier so ein bisschen Übergang zu schaffen. Einfach, dass man sieht, dass das sich so abhebt. Es wird ein längeres Video. Aber der Pinsel ist jetzt langsam angetrocknet. Man kann diese Farben nur auf Concealer miteinander verwenden, was mich natürlich sehr ärgert, weil ich gerne auch mal, ja, übereinander schichte die Produkte, ist doch klar, aber nicht so. In das Grün reingehen soll, oder? Und welches mich reizt gerade gar nichts aus dieser Palette. Irgendwie, mich nervt das alles nur. Ich werde nochmal in das Blau reingehen dann. Oder gehe ich da? Ich gehe in das Grün. Wir bleiben in dieser Farbfamilie, glaube ich mal. Hatte doch gerade eben da. Genau, ich gehe jetzt in das Dunkelgrün und bleibe sozusagen in der Farbfamilie. Trage mir das jetzt da unten drunter auf. Grün ist ja auch deine Lieblingsfarbe. Das stimmt. Diese Palette gestaltet sich wirklich sehr, sehr schwierig für mich irgendwie. Da was Passendes irgendwie herauszufinden, was gut ist oder wie ich es gut finde. Ich gehe jetzt mal in dieses Grün hier und trage mir das im Innenwinkel mal auf. Die sind Bombe pigmentiert, wirklich. Es gibt nicht schönere Schimmertöne wie die hier. Ich finde, die sind sehr geschmeidig, sehr cremig. Lassen sich gut ausblenden, lassen sich ineinander gut ausblenden, sehen super metallisch aus. Und da alle anderen Humbug ist gar nichts. Dann gehe ich jetzt mal in dieses Braun hier rein, auch mit demselben Pinsel, und blende mir das jetzt hier so rein. Also ihr seht, die metallischen, die braucht man nicht ansprühen, braucht man gar nichts machen. Die sind Bombe. Aber die Matten kannst du halt echt in der Pfeife rauchen. Ob ich diese Palette behalte, bin ich mir noch gar nicht so schlüssig. Vielleicht für ein paar Looks noch. Aber ich denke, dass die irgendwann deklattert wird. Ich brauche keine Palette, wo die Schimmernden auch nicht funktionieren. Ich gehe in das Dunkelgrün rein, in das Metallische, und trage mir das mal unten auf. Brown. Und dann in das Hellgrüne. Mehr als Fallout macht diese Palette für mich nicht. Ihr seht, das Gelb sieht man auch schon fast nicht mehr. Also egal, ob Sticky Base oder keine Sticky Base, das bleibt einfach nicht. So, okay. Gelb. Orange. Und das Rot. Ich werde das Blau nochmal benutzen. Und zwar, das Blau trage ich mir jetzt mit so einem Pinsel auf. Vielleicht liegt das am Pinsel. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ich denke, wenn man das nicht viel übereinander schichtet, layert, dann geht das auch. Aber ansonsten, was will man denn mit Produkten, die nicht funktionieren? Oder mit Paletten, wo einfach nicht gleich auf Anhieb funktioniert? Ich weiß es nicht. Dann ziehe ich mir hier auch mal irgendwas.
denke ich mal. Und dann probieren wir das Blau nochmal aus. Ich starte auch direkt auf meine Sticky Base mit einem Blenderton. Vielleicht muss ich das Ganze aber erstmal draufpacken. Ich habe keine Ahnung. Wir packen erstmal das Blau drauf. Ich habe hier Gott sei Dank noch einen sauberen Pinsel gefunden von Zu Eva. Der Lux 232 Classic Shader. Und den werden wir auch dafür benutzen. Ich fange an mit dem Hellblau. Die möchte ich jetzt nochmal auf Herz und Nieren austesten. Hellblau. Und packe ihn mir... Ich hoffe, eine Palette, die... Ich habe mir eine sehr bunte Palette bestellt. Ich hoffe, die ist nicht so scheiße. Das sollen ja hochpigmentierte Lidschatten sein oder gepresste Pigmente. Und genau die andere Palette auch. Aber irgendwie... Natürlich wird das heller. Ist ja klar, dass es sich ausbleicht. Man kann ja auch wieder... Pigment aufbauen. Aber wie oft muss man da bitte aufbauen, damit etwas da bleibt, wo es sein soll? Keine Ahnung, ich gehe nochmal in das Dunkelblau und packe das mir auch nochmal drauf. Ich werde da auch nicht großartig verblenden. Ja, ich denke, wenn man das so drauf packt, ist es in Ordnung. Alles andere ist schwierig. Ich gehe nochmal in das Hellblau und verblende meinen unteren Wimpernkranz. Ich könnte das auch so. Dann werdet ihr was sehen. Ja, das klappt tatsächlich noch ganz gut. Im Innenwinkel trage ich mir noch gleich was auf. Trotzdem, die Blautöne sind kacke und die Grüntöne gehen, aber da verschwindet auch am Schluss verschwindet es einfach. Am Schluss ist es nicht mehr das, was es einmal war. Nee, ich mach das Ganze jetzt mal ab. Das gefällt mir nicht. Abbruch. Wir brechen ab. Wir machen noch ein Get Ready With Me. Ich weiß es nicht, ob ihr das erkennt oder nicht. Es ist einfach nicht so. Brechen wir das ab. Okay, ich klebe mir falsche Wimpern auf und dann sehen wir uns wieder. Der Look ist fertig. Ich bin überhaupt nicht zufrieden oder irgendwas. Ich werde die Palette, denke ich, mal weitergeben. Ich mache mir noch mal ein paar Gedanken darüber und dann landet sie entweder im Insta-Sale oder weiß ich, auf dem Sperrmüll, den ich auch beantragt habe. Der Lippenstift ist wunderschön. Ist so ein richtig schönes Bärenpink. Ja. Ansonsten kann ich überhaupt nicht positiv zu den Looks sagen. Die Farben lassen sich nur ausblenden und verwischen dann gleich. Es hat sich einfach nicht rendiert, ein auch wenn ich das verblenden möchte. Ihr seht hoffentlich, es lässt sich nicht richtig verblenden. Hol euch mal näher dran. Es lässt sich zwar klar verblenden, aber man hat dann nicht ein Pigment. Man hat dann irgendwie gar nichts. Hier habe ich noch ein bisschen mit Gelb gearbeitet und am Wimpernkranz habe ich fertig gemacht. Nein. Meine Wimpern sind heute übrigens auch vom Mink Lash im Style. Keine Ahnung, hatte ich die Verpackung gerade eben in der Hand? Ja, ne? Müsste doch hier irgendwo rumfliegen dann. Ja. Keine Ahnung. Die sind mir auch ein bisschen zu traumatisch. Also die Mink Lashes sind echt Drama Queen. Bei mir ist aber auch Drama Queen die Nummer 43. Ein Red Cherry. Ja. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Dass wenn man da so ein bisschen dran kommt, dass da einfach das ganze Produkt verschwindet. Und nicht, es bleibt dir nichts auf dem Auge und das ist halt das Problem. Ja. Gut,
Ich suche mein Schminkkörbchen zusammen und dann sehen wir uns wieder. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und manchmal muss man auch Kacke posten, ne? Ja. Tschüssi, bis zum nächsten Fail.